Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Sendung von Mr. Raw. Heute geht's mal wieder auf Reisen, Leute. Ich werde nach Köln reisen und ich werde nach Amsterdam reisen, um dort die neuesten Rohkostrestaurants auszuchecken. Auf dem Weg dahin natürlich ganz wichtig, Leute, immer wieder schauen, dass man sich mit Nährstoffen auflädt. Bevor ich jetzt losfahre, esse ich noch hier vom Wegesrand einen kleinen Löwenzahn. Und erkläre ich noch kurz was zum Thema Energie. Denn was macht alle erfolgreichen Menschen gleich? Was haben sie alle gemeinsam? Jeder, der erfolgreich ist, hat eine Sache, die andere nicht haben, nämlich Energie. Energie, Leute, Lebensenergie. Was ist ein Zeichen von Gesundheit, Leute? Dass man einen Überfluss an Energie hat. Und dieses Überfluss Energie kriegt ihr durch eine gesunde Ernährung, Leute. Kriegt ihr durch vegane Rohkost und kriegt ihr durch intermittierendes Fasten. Deswegen, Leute, werde ich euch wieder mal mitnehmen, werde euch zeigen, was für eine wunderbare Küche es mittlerweile gibt. Ich will euch inspirieren, das einladen und ermutigen, wie Gerald Hüther, der Hirnforscher, immer sagt. Denn das bringt die Leute dazu, zu sagen, hey, ich probiere es mal aus. Also, Leute, folgt mir nach Köln, nach Amsterdam und wir werden die neuesten Rohkost-Restaurants abchecken. Bis dann, danke. Kamera läuft! Kamera läuft, Leute. So, ihr Lieben, wisst ihr, wohin wir fahren? Wir fahren ans Meer. Ja? Roland hat ein schönes Meer, wir werden da schön schwimmen gehen. Ich habe Geburtstag, deswegen habe ich einige Freunde mitgenommen. Wir haben uns einen schönen Van gemietet. Und wir haben sowas hier dabei, Leute. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Eine gekeimte Kokosnuss von Orcos. Ich werde Orcos unter dem Video verlinken, Leute. Ich habe es schon mal gesagt. Eigentlich sollte man keine Früchte essen. Alles zu, ja? Ja, alles cool, Bruder. Okay. Oh, warte mal. Was? So, ihr Lieben, wir sind angekommen hier beim Maibock in Köln. Es ist Schmuddelwetter, aber es ist Karneval. Super Stimmung hier, die Leute sind echt nett drauf. Wir gucken uns mal die Speisekarte ab. Also zunächst mal von außen sehr schön ansehnlich. Raw Food sehen wir da gleich, ja. Allerdings habe ich hier schon was entdeckt, was mir überhaupt nicht gefallen hat, natürlich. Es muss nicht immer 100% Rohkost sein. Das ist so eine Sache. Also ich war ja auf der Revolution, habt ihr mitbekommen. Und Urs Hochschlosser sagt, wenn man mal wieder eine Ausnahme macht, ist es viel, viel schwieriger, wieder auf die 100%ige Rohkost umzusteigen. Deswegen, ich bin eh so ein ganz oder gar nicht Typ. Ich würde euch sagen, macht gleich 100%, dann fällt es euch viel, viel einfacher dabei zu bleiben. Sagt lieber, ich mache 2 Monate 100% und dann mache ich mal eine Phase mal wieder nicht und kommt so langsam rein. Weil immer dieses Ausnahme machen, Leute, wirft euch weit zurück. Und dann braucht ihr wieder Disziplin. Ich zum Beispiel brauche jetzt keine Disziplin mehr, um bei der Rohkost zu bleiben, weil es für mich ganz natürlich ist. Ich denke darüber gar nicht nach, es kommt nicht in Frage. Also Leute, macht's 100% und lasst euch inspirieren von mir auf dieser Reise zu den besten Rohkost-Restaurants. Erstmal in Köln und dann in Amsterdam. Komm, wir gehen mal reinschauen. Weil ich habe einige Freunde dabei, die das testen werden. Dann will ich euch Bescheid sagen, wie es uns geschmeckt hat. Bis gleich, ihr Lieben. Leute, wir haben uns mal hier die Karte angeschaut. Also, es ist ziemlich unübersichtlich. Aber wir haben jetzt einige Rohkostgerichte bestellt. Und ihr könnt mal gespannt sein, weil es ist eigentlich eine sehr interessante neue Küche, die wir hier kennenlernen werden. Hat sich von der fernöstlichen Rohkost aber beeinflussen lassen. Ich habe einen Artikel über sie im Wandmarker gelesen, habe ich gedacht, hier muss ich unbedingt mal vorbeischauen. Ich gucke mir mal das Restaurant ein bisschen an. So, wir begrüßen erstmal Yassin, schön, dass du da bist. Yassin ist auch am Start, begleitet uns mit nach Amsterdam. Also ihr seht schon, es wird eine coole Runde. Thank you.
sehr schön. Hier gibt es auch so kleine Hochhausbäcker. Alles selbst gemacht von MyWalk. Und schön, dass hier, man merkt mich, hier wird sich mit dem Thema befasst. Hier hinten haben wir auch was. Und zwar sind da ein bisschen so die kleinen Sachen angegeben, zu was die ganzen Lebensmittel helfen. Das finde ich ganz super. Es wurde mir allerdings verboten. Also bei mir würde sowas nicht durchgehen. Bei Green Foodie habe ich genau wegen sowas hier Probleme bekommen. Ja, das darf man als Gastronom eigentlich nicht schreiben. Reinigend, heilend, entgiftend. Oder hatte ich große Probleme. Ich hoffe, bei denen geht's gut, weil sie haben ja vollkommen recht. Sie sagen ja nur die Wahrheit. Aber kleine Konzerne dürfen das nicht. Nestle darf sagen, Actimel aktiviert Abwehrkräfte. Aber wenn wir hier sowas als kleines, junges Startup hinschreiben, sowas, dann kriegen wir große Probleme. Aber ich hoffe, ihr werdet es keiner, ich hoffe, keiner von euch verpetzt sie hier, wie ich angezeigt wurde. Und alles geht gut. Ich bin zwar im Restaurant, aber mein Kollege von Pfeffers Küche, Krischer, ist hier dabei. Hi Krischer, schön, dass du da bist. Krischer, wer es noch nicht weiß, Leute, hat unseren Ernährungsplan maßgeblich beeinflusst, macht Caterings, roh vegan, ist wirklich, ich finde, eine der unterwertesten Spitzenköche in ganz Deutschland. Hier, die hat er zu Hause gezogen in seinem Fresh Life 3000 heißt es. Der Fresh Life 3000 hat es ihnen möglich gemacht, hier so eine riesen Portion mitzubringen, Leute. Also ihr seht, wir sind super versorgt. Und wenn ihr Lust auf ein Catering habt, Leute, auch vegan, ob roh vegan, Krischer ist euer Mann von Pfeffers Küche. Alles klar, Leute. Bis gleich. Wir haben das Glück, dass Krischer sich sehr, sehr gut mit Sprossen auskennt und noch was zum Aminosäurenprofil erzählen wollte. Also wir haben hier einmal den Boxhorn Clay. Das ist nur gut für die Haare, laut David. Bei mir hat es noch nicht so funktioniert. Sag mal, welcher ist der Boxhorn Clay? Das ist der Boxhorn Clay. Aha, sehr gut. Über 23% Protein, alle 8 oder 9 essentiellen Aminosäuren. Also die Leute sind sich da nicht ganz einig, wie viel es gibt. Okay. Aber hat auf jeden Fall alles, was man braucht, um Muskulatur und Zellen aufzubauen, gesunde Magermasse. Richtig. Dann haben wir hier einmal die Mungbohne, wird auch oft grüner Soja genannt, hat ein bisschen höheren Eiweißanteil, Aminosäurenanteil und... Ja, 28% oder was waren es? Ungefähr, ja, es kommt auch immer drauf an, das ist nicht gleich. Ja. Und hat auch alle essentiellen Aminosäuren und Wachstumshormone-ähnliche Stoffe, also man kann damit auch gut Muskulatur aufbauen. Sehr gut, perfekt. So Leute, ihr seht, wir machen zwar hier eine Reise in die Rohkostrestaurants nach Amsterdam, aber das ist eine Bildungsreise. Ich habe hier ganz, ganz viele helle Köpfe dabei. Wir ergänzen uns gegenseitig. Jeder hat seine Bücher dabei, jeder hat seine Sprossen dabei. Das ist eine Reise der Zukunft, Leute. Vielen Dank und wir werden euch weiter bereichern mit neuesten Beiträgen und Informationen. Jassin, ihr wisst, Jassin ist einer meiner besten Homies geworden in den letzten Jahren. Ja, er hat jetzt auch letztens auf eine Mahlzeit am Tag umgestellt, ja. Richtig? Ja. Erzähl mal, wie hast du dich gefühlt, was passiert? Ja, also ich war im Urlaub, also viel Sonne bekommen, 28 Grad, schön in Portugal und zusätzlich habe ich dann Mono und eine Mahlzeit. Ich habe 4 Paprikas und 2 Möhren an einem Tag gegessen, also eine Mahlzeit nur und sonst nichts. Und dann zusätzlich abends natürlich so Wasser mit Haritaki und so. Nice. Also das ist so heftig einfach. War geil. Ja, es war mehr als so geil. Probiert es einfach nur aus, wirklich, das ist das Heftigste überhaupt. Da kannst du, das ist nochmal so, wenn du dich als Rohköstler fühlst, nochmal 3 Nummern stärker. Krass. Das ist ganz anders. Beim Training, Riesenunterschied. Vor allem mit Wasser mit Haritaki zu mischen. Haritaki. Wenn du morgens aufstehst, so heftig einfach. Hammer. Das ist einfach der Hammer. Wirklich. Sehr nicer Tipp, mein Lieber. So Jungs, Essen ist gleich da. Und dann zeigen wir euch mal, was hier abgeht. Das ist ein gelbes Thai-Curry mit Kurkuma, Blumenkohlreis, mit Kräutern. Die Sprossen, wurde uns nicht gesagt, aber das ist Luzerne. Ciao. Was ist das für Sprossen? Luzerne. Luzerne? Ja. Krass, kenne ich gar nicht. Die nimmst du auch, um Boden aufzulockern. Die machen bis zu 5 Meter lange Wurzeln. Krass, okay. Genau, also sehr gut, sehr interessantes Gericht. Mal sehen, wir werden es. Blumenkohlreis hast du gesagt, jetzt kannst du mal testen, wie es schmeckt. Haben wir denn da? Was ist das? Also würzen kann sie. Würzen kann sie, ja. Wenn von Pfeffers Küche sowas kommt, dann kann ich es glauben. So, wir haben hier meinen Homie, den ihr wahrscheinlich auch schon kennt. Neofit, a.k.a. Jan Euler, hat jetzt sein Euler-Coaching angefangen. Also falls ihr Interesse habt, ich werde einen Link unter das Video klatschen. Wie ist dein Essen, mein Lieber? Es ist lecker. Ich habe noch nicht probiert. Um ehrlich zu sein, warten wir die ganze Zeit, bis die anderen beiden Gerichte kommen. Eigentlich ist es ja fast das gleiche Gericht. Es ist auch so ein Curry. Nur ist der Reis nicht mit Spinat, sondern mit Rucola. Kann es sein? Nee, das ist, glaube ich, Chinakohl oder Wirsing. Wir wissen es nicht genau. Nee, hier ist... Was ist denn?
Naja, wir werden mal sehen, wie es ist. Okay, hier haben wir Freshness, einen meiner Rapper-Freunde aus Frankfurt. Hey, grüß dich, Freshness. Alles fresh? Alles fresh. Bei euch auch alles fresh, alles grün. Du bist ja nicht der hundertprozentige Rohkoster. Wie schmeckt dir das Essen, mein Lieber? Also, als ich hier gerade die Sprossen gegessen habe, kommt mir schon vor, als wäre es so... Was Göttliches, gell? Ja, kann man sagen. Und ja, erfrischend. Erfrischend, gell? Sehr gut, Leute. Und dann gucken wir mal, was es bei mir gibt. Und zwar gibt es hier, wie heißt das? Ich habe es jetzt vergessen, ich muss sie gleich nochmal fragen. Mit Zucchini-Nudeln, so eine spezielle Soße. Ich will nichts falsch sagen, Pak Choi oder irgendwie sowas. Und bin mal gespannt, das Einzige, was mir nicht gefällt, ich glaube, das ist Melanin. Ja, da werde ich auch gleich nochmal nachfragen. Melanin, hochgradig krebserregend, würde ich niemandem empfehlen. Ist halt sehr praktisch und deswegen wird es oft verwendet. Ich hoffe, das heißt kein Melanin, ansonsten alles super. So, wir haben... Gelbe Curry. Rohkost Kurkuma, Rohkost Curry, Rohkost Chop Suey. Ich habe Rohkost Tom Yam. Und was haben wir hier? Gebratenen Blumenkohlreis in Anführungszeichen mit Kräuterpesto. Oh, das hört sich ja traumhaft an. Ja. Ah, ist das Melaningeschirr? Nee, das ist Bambus und Maiskorn. Ah, das hab's mir erhofft. Ich wusste, die Arbeit ganzheitlich. Vielen Dank, wiederhören. Zucchini, Spaghetti und Blumenrohrreis mit Kurkuma-Dressing, ja, sehr interessant. Gefüllt mit Leinsamen, mit Cashewnüssen, aha, mit Bio-Kräuter, okay. Rohkostgemüse und mariniert. Sehr gut, super. Ja. Das ist mit Chili, das Reispapier ist nicht in Rohkostqualität. Reispapier ist nicht in Rohkostqualität, schade. Der Rest ist. Okay, das macht keinen Ordnung. Alles klar. So, Blumenkohlreis. Mariniert mit roter Beete und Avocado. Klasse, hört sich lecker an. Und dazu noch die Sojasauce. Vielen Dank. Ja, ja, okay. Super. Danke. Und was haben wir das hier nochmal? Das ist gebraten, Anführungszeichen. Gebratener Blumenkohlreis mit Kräuterpesto. Das ist euch wirklich fantastisch gelungen. Ja. Sehr klasse, ja. Super. Aber schmeckt es euch soweit? Schmeckt alles super. Super, und wir haben hier auch noch einen Spezialgast, den Moringa Man, meine rechte Hand. Hi Moringa Man, how you doing? Hi, ja, alles klar. Spricht alles super. Kommt mal nach Köln, aber auch nach Frankfurt ins Green Foodie und lasst euch mal mit Vitaminen und Nährstoffen aufladen. Ganz genau, du bist ja der Experte für das Thema Moringa. Durch dich bin ich zu Moringa gekommen. Wir haben die ersten beiden Videos gedreht. Leute, schaut euch die ersten beiden Videos von Wir essen Blumen an. Da fahrt ihr über eine Wunderpflanze. Das ist, Moringa ist ja das Superfood überhaupt, gell? Ja. Das hat alle Vitamine, alle Nährstoffe und 46 Antioxidantien, sodass der Körper von allen möglichen Entzündungen befreit wird. Und Zeatin führt dazu, dass der Körper die Vitamine und Nährstoffe viel extremer, schneller aufnehmen kann. Stimmt. Und so hat man auch einen Nebeneffekt, dass man abnimmt ohne eine Diät, falls man auch noch etwas Gewichtsprobleme hat. Super, also die Leute sollten mal bei uns in den Laden kommen, sich von unserem Moringa-Experten beraten lassen. Danke dem Moringa-Man, wir werden noch viel von dir hören. Ich werde auf dem Kanal auch einiges von ihm posten, Leute. Er hat ein Hintergrundwissen zu Moringa, das ist unglaublich. Also vielen Dank und lass dich schmecken, mein Lieber. Schwinger mal, Mr. Moringa-Man, wie war das Essen? Hervorragend. Ja? Ja. Gell? Also Blumenkohlreis mit Kräutern und Salat mit einer super genialen Soße. Also das ist Wahnsinn. Müsst ihr probieren. Habt ihr gehört, Leute, wenn ihr in Köln seid? Jassi, was sagst du? Wie war's essen? Am leckersten fand ich die Gemüserollen, ja. Die Frühlingsrollen, die waren am leckersten. Nein. Sonst natürlich auch alles. Die Soße auch total lecker, auch gut gewürzt. Sehr gut. Gutes Fahrt. Also wir fahren ja jetzt nach Amsterdam. Und da haben wir jetzt einen Geheimtipp bekommen hier aus dem Laden. Wir sollen ins Zen gehen. Das ist der beste Laden, in dem sie jemals gegessen hat. Da bin ich mal gespannt. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Richtig. Da seid ihr sicher. Und wenn ihr euch fragt, Leute, wer das ist, dieser Junge hier hat mir Haritaki als erster in mein Leben gebracht. Ich kannte kein Haritaki. Wahrscheinlich kennt es 80% von euch, die da eben gerade zuhören. Ich sag mal 98% bestimmt nicht. Ja, meine Zuhörer kennen es mittlerweile. Haritaki ist die wichtigste Heilpflanze im Ayurveda. Er erhöht die Sauerstoffkonzentration im Gehirn um 300%, reinigt den Magen, schützt vor Parasiten. Wirkt extrem entzündungshemmend, sehr viele Antioxidantien. Und was noch? Alle Geschwüre gehen weg. Da war ein Mann, der hatte Lungenprobleme mit 90 Jahren und der dieser Mensch hat schon mal gefragt, warum ist der so fit? Was ist sein Geheimnis? Und irgendwann hat er gesagt, okay, ich weiß sein Geheimnis. Sein Geheimnis war Haritaki. Haritaki, die Wunderpflanze, Leute. Wir kriegen es bald bei uns im Shop. Wir werden jetzt hier eine Dreierkooperation aufbauen.
mit Yasin, mit ihm, der Haritaki uns aus Indien herliefern wird. Und wie war das Essen? Ich fand die Mischung ganz gut, so asiatisch Rohkost hat mir sehr gut gefallen, mit Curry, ja, lecker. Ja, war cool. Okay. Kannst du empfehlen. Was sagst du, Meister, der Gewürze? Ja, also wie gesagt, hat Chef vorhin schon gesagt, würzen kann sie auf jeden Fall gut. Man kann halt sehr viel davon essen, bis man satt. Das ja. heißt, man kann locker zwei von denen. Ja, das stimmt. Ja, aber war gut. Ja, ich krieg kann. Noch jetzt meine Schokotorte. So Leute, mein Fazit genauso. Super Essen, hat das geschmeckt, bin ich überhaupt drauf. Du bist ja, drauf. Also Leute, klasse Essen, kommt ihr vorbei. Große Portionen, aber wir sind halt auch große Jungs, besonders er und ich. Deswegen essen wir gerne ein, zwei solche Portionen. Und, aber ansonsten super. Wir haben es natürlich ein bisschen ergänzt mit Avocados und mit unserer eigenen Sprossenschüssel, damit wir auch auf unsere damit wir auch auf unsere Nährstoffdichte kommen. Alles klar, Leute, wir sehen uns, nehmen euch weiter mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Runde. So, Parasiten, bist du da? Ja. So Leute, also folgendes, wir werden hier auf der Reise, wir werden was richtig machen. Hast du ein bisschen Start? Ja, lauf doch. Also wir werden was richtig cooles machen, du musst näher rankommen, damit die Leute mich hören. Es gibt mittlerweile in Amerika die Möglichkeit, jetzt hört ganz genau hin, seinen Darminhalt, ja, sein Mikrobiom, seine Darmflora sich implantieren zu lassen. Das heißt, ich will irgendwann, dass meine Scheiße schon Gold wert ist und dass ich meinen Code verkaufen kann. Und deswegen haben wir hier als Gemeinschaft beschlossen, wir machen hier eine Parasitenkur im Urlaub. Das heißt, wir werden Terpentin trinken oder besser gesagt essen und dazu Schwarzkümmelöl. Schwarzkümmelöl und Terpentin und Rohkost, Leute. Weil Yasin hat mir wieder gerade eine ganz, ganz schauerliche Geschichte erzählt, wie Parasiten da in seinem Körper Unwesen getrieben haben, aber wie er sie ausgetrieben hat, Leute. Und falls dieses Video nach dem Video kommt mit Alex Green, dann wisst ihr ja mittlerweile schon, was wir da alles im Körper haben. 90% von uns sind parasitär und diese Parasiten richten in uns ganz schlimme Dinge an. Und sie verbünden sich gerne mit dem Candida-Pilz, ja? Ja, also ich weiß nicht genau, wie das mit den Parasiten und dem Candida-Pilz läuft, aber das muss auf jeden Fall raus und ich weiß, wie man das rauskriegt. Ganz genau. Und deswegen kommen wir jetzt hier raus und wir haben ein paar Experten dabei. Yasin ist auch dabei. Der hat schon ein bisschen Parasiten austreiben können. Yasin, müsstest du noch mal die Story von den Parasiten erzählen? Ja, komm, jetzt sehe ich einfach. Ja, ja, also ich habe es tatsächlich geschafft im Urlaub, während ich im Bord war, weil ich mich sehr extrem auch ernährt habe und auf einem sehr geistig bewussten Level war. Dadurch hatte ich mich von nichts, also kein Stress, kein gar nichts, perfekte Ernährung. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mit Parasiten zu kommunizieren. Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen psycho an, aber es funktioniert wirklich. Wenn ihr euch da selber auch selber forscht, könnt ihr auch herausfinden, dass das wirklich stimmt. Und ich habe wirklich quasi denen einen Deal vorgeschlagen, dass sie freiwillig raus sollen, weil ich jetzt anfangen werde, mich komplett zu reinigen. Und das ist ihre letzte Chance, auf friedlichen Wege rauszukommen. Sehr gut. Und tatsächlich sind zwei, die ich entdecken konnte, die wirklich so dick wie ein Zahnstocher waren, ungefähr so breit, konnte ich tatsächlich zwei sehen, die wirklich rausgekommen sind. Ich weiß natürlich nicht die dunkle Ziffer, wie viele quasi im Tod versteckt waren oder so, aber sie sind rausgekommen. Die dunkle Ziffer. Sehr gut. Okay Leute, ihr seht, was heute möglich ist. Darm reinigen, das Mikrobiom so gesund machen, dass andere Leute sich euer Mikrobiom implantieren können, Leute. Ist das nicht eine Möglichkeit, Leute, aus Scheiße Geld zu machen? Ja, die Leute, ich weiß, wir haben 20% Rabatt steht jetzt. Nur weil wir uns so gesund ernähren, ist es uns möglich, anderen Leuten was Gutes zu tun. Jetzt mal ganz realistisch, ja. Also unseren Code, unser Mikrobiom nach Amerika zu schicken oder nach Deutschland, dass sich anders implantieren können. Weil die Darmflora, Leute, ist von so einer großen Bedeutung für die Gesundheit, dass die Medizin es mittlerweile erkannt hat. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wir halten euch darüber am Laufen, was mit unserem Terpentin-Kur passiert. Auf jeden Fall seid ihr live dabei, Leute. Bis dann. Zurück auf der Straße von Köln. Es war lecker, sehr gut gewürzt, sehr nette Bedienung, muss ich wirklich sagen. Oder Jungs, was sagt ihr dazu? War gut. Ja, sehr gut. Ja, war gut, oder? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat sich gelohnt, oder Leute? Sehr lecker. Wir sind hier nochmal bei Oschos Garden. Wir holen uns noch einen kleinen Nachtisch und schauen, was da drin so los ist. Oder Yasin, was sagst du? Ich darf nicht mehr essen. So, Walnuss Brownies. Hier soll irgendwas Rohkost sein. Ja, wir werden mal nachfragen. Frag mal nach. Wir gucken, was wir so finden. Ja. Ja. Das ist auch ganz lecker. Dann, ja, dann nehmen wir von den Energiekugeln für jeden eine. Zum Mitnehmen? Ja, und. Sechs Stück. Sechs Energiekugeln und drei Brownies. Haben wir Essen, Leute. Diese Portion für 7 Euro. Also, das ist mal ein richtig fairer Laden. Schmeckt überragend, besonders dieser Schokobrownie da drin, Leute. Hammer. Also auch wirklich nette Bedienung, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr angenehm dieser Laden.
Und die Jungs sind alle glücklich und wir fahren weiter. Jetzt geht's nach Amsterdam, Leute. Seid gespannt, es wird eine sehr spannende Reise werden. Einige News, einige Insider-Informationen noch von der Ruckus-Crew. Und die werden aufgeklärt werden.